Möglicherweise wird das hier echt der größte Tipp und der größte Hinweis auf Five Nights 4 werden. Hallo und herzlich willkommen Leute, hier ist Grubbt und ich heiße euch herzlich willkommen zum Video über das neue Five Nights at Freddy's 4 Teaser-Bild. Ich schätze mal, ihr habt schon gesehen. Und zwar dieses abgefuckte Monster mit 15 Reihen Zähnen im Mund und dann nochmal eine Reihe Zähne unten im Bauch, damit es sich fressen kann, nachdem es sich gefressen hat, dann rausspucken kann und dann nochmal fressen kann. Das ist ziemlich fucked up. Und ja, ich bin mir zu 90%, wie alle anderen Leute, die das Bild schon gesehen haben, sicher, dass es Freddy ist. Aber ich habe auch noch eine andere Möglichkeit, die will ich aber erst am Ende sagen. Und zwar, dass es Freddy ist, ziemlich offensichtlich. Ihr seht die Fliege ist die gleiche, wie Freddy mal trägt. Man könnte denken, ja okay, sieht aus wie Freddy, könnte Freddy sein. Ja, warum auch nicht. Und die Knöpfe sind auch die ähnlichen, die Freddy immer anhat. Ich meine, es spricht sehr, sehr viel dafür, dass es Freddy ist. Der Kopf ist sehr groß, der Mund ist groß, das spricht alles für einen fucking großen Bären, der dich einfach auffressen will. Und ja, die komplette Statur, die Form erinnert sehr an Freddy. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Die macht zwar nicht ganz so viel Sinn, aber ich fand die Idee ziemlich, ziemlich krass. Und erinnert ihr euch an einen Animatronic, der nur in Five Nights 2 vorkam und dann nie wieder? Balloon Boy. Ja. Und das Komische ist, Balloon Boy hat 1:1 die gleichen Knöpfe wie hier. Ich weiß, es ist nicht unbedingt mega wahrscheinlich, weil ihr werdet jetzt sagen, aber er trägt sogar keine Fliege. Ja, das stimmt. Aber möglicherweise hat die Fliege ja gar nichts mit Freddy zu tun. Weil, guck mal auf die Farbe von der Fliege, die ist lila. Vielleicht ist sie einfach nur ein Zeichen für irgendwas. Und ihr wisst, dass Scott mittlerweile sehr, sehr, sehr komplexe Stories macht. Und das heißt nicht unbedingt, dass es das hier heißt, was wir hier sehen. Vielleicht ist es nicht Freddy. Möglicherweise. Ich glaube auch nicht wirklich dran, aber es besteht die Chance, dass es eine Albtraumversion von Balloon Boy ist. Stell euch das mal vor. Eine abgefuckte Version von dem kleinen Kind, was immer fröhlich den Ballon hochgehalten hat, und das ist das hier. Es ist eine Möglichkeit, wir sollten es im Hinterkopf behalten. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr wahrscheinlich Freddy ist, weil es einfach mehr Sinn macht. Aber es könnte Balloon Boy sein. So viel will ich sagen. Es könnte Balloon Boy sein. Aber wir rechnen jetzt einfach mal mit, dass es Freddy ist. Und wie bei allen anderen Five Nights Bildern gibt es natürlich auch hier ein paar versteckte Sachen. Das naheliegendste, womit ihr wahrscheinlich auch alle gerechnet habt. Ich zeig's euch mal. Or was it me? Was jetzt auch nicht bedeutet, dass es nicht Balloon Boy sein könnte. Auch wenn Balloon Boy einen sehr kleinen Mund hat, aber er hat zumindest zu der Zeit schon existiert, wo es ihn bald gab. Unwahrscheinlich, ich glaube es auch nicht, aber ich will einfach mal im Hinterkopf behalten, dass das hier möglicherweise eine Albtraumversion von Balloon Boy sein könnte. Auch wenn ich hoffen würde, dass es vielleicht noch eine richtige Version gibt, die vielleicht in den nächsten Wochen irgendwann kommt, aber wir gehen einfach, wie gesagt, davon aus, dass es erstmal Freddy ist. Und jetzt brauche ich wirklich eure Hilfe. Ihr könnt euch vielleicht noch an die letzte Theorie erinnern, die ich zum letzten Bild hatte, wo wieder Property stand. Property of Fazbear Entertainment, Fazbear Fright, irgendwas. Und hier steht wieder sowas ähnliches. Ich meine, Property, schätze ich mal. Und dann das dahinter, ich kann es euch nicht sagen. Ne? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube, hier brauchen wir echt mal die Kraft von mehreren tausend Leuten, damit ihr unten in den Kommentaren mal auf die Idee kommt und ihr eine kleine Theorie entwickeln könnt, was das bedeuten könnte. Property? Also Eigentum von wem? Das würde wieder auf das letzte Bild ansprechen, was ich euch schon mal gezeigt habe, wo auch was von Property stand. Aber ich finde es mittlerweile wirklich verwirrend, weil das ist so ein kleiner Tipp, der uns so wenig sagt. Und das Lustige ist, mehr finde ich diesmal auch wirklich nicht auf dem Bild. Dieses eine Pro-Me ist fast alles, was wir diesmal bekommen. Aber die offensichtlichste Sache im Bild, die wahrscheinlich auch jeder von Anfang an gesehen hat, ist natürlich wieder die lila Fliege, die wieder für den beschissenen Purple Guy steht und mir langsam wirklich das Gefühl gibt, dass noch viel, 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 viel mehr hinter dem beschissenen Purple Guy hintersteckt. Was ich sehr, sehr komisch finden würde, weil ich habe echt gehofft, dass wir langsam die Story so ein bisschen eingegrenzt haben. Aber es könnte auch gut sein, dass sowas völlig anderes ist. Möglicherweise gibt es einen Animatronic, der mit dem Killer zusammengearbeitet hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Möglicherweise ist auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass der Purple Guy in dem Freddy-Kostüm damals und nicht in dem Bonnie-Kostüm die Kinder getötet hat. Ich meine, er trägt die Fliege, es kann sein, ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise wird uns wirklich Five Nights at Freddy's 4 die endgültige Wahrheit über den Purple Guy sagen. Möglicherweise wird das hier echt der größte Tipp und der größte Hinweis auf Five Nights 4 werden. Und die Identität des Phone Guys, die Identität des Purple Guys wird vielleicht alles nochmal umhergeworfen und möglicherweise die beschissene Fliege hier an dem Typen unglaublich viel zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte wirklich so sein. Aber sonst glaube ich wirklich, das ist alles, was wir aus diesem Bild entnehmen können. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr wisst, dass dieses Property Me irgendwas bedeuten könnte. Wenn ihr die abschreibt, wirklich bitte unten rein, weil mich interessiert das auch. Und ich bin so unglaublich gehypt auf dieses Spiel. Ich hoffe, ihr seid auch drauf gehypt. An dem Tag, wo das Spiel rauskommt, werde ich vor Glück
an die Decke springen und dann sofort das Spiel aufnehmen, damit ihr es sofort sehen könnt. Und ich hoffe, dass wir es auch diesmal schaffen, als allererstes wieder alle Sachen irgendwie rauszukriegen, die wir rauskriegen können. Und sonst würde ich sagen, ist es, glaube ich, alles, was hinter diesem Bild steckt. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was eure Idee zu diesem Pro-Me, was auch immer ist. Und dann würde ich sagen, freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn ihr gehypt seid für Five Nights at Freddy's 4. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.